Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Foundation. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Als allererstes mal, ich muss jetzt leider recht zeitnah 3 Folgen hintereinander aufnehmen, weil ich jetzt übers Wochenende wegfahre und ich keine Zeit habe, jetzt groß irgendwas aufzunehmen. Heute ist Mittwoch. Ich warte jetzt mal noch ab. Ich hätte morgen Abend noch für eine Folge Zeit. Sprich, ich hoffe, dass bis dahin irgendwelche Reaktionen kommen bezüglich dem ganzen Gedöns hier hinten oder so. Und ansonsten mache ich es halt einfach nach Gefühl. Heute werden wir uns aber mit der Schaffarm beschäftigen, ne? Weil ich möchte gerne das Ding hier hinten weg haben. Dafür brauchen wir einfach mehr hier Stoff. Und deswegen, jo, geht's heute ein bisschen um die Schafis. So, Warenproduktion, genau. Ich habe hier mal ein bisschen abgezäunt, weil ich ja schon so ein Stück weit überlegt habe. Eigentlich würde ich sogar gerne noch mal ein bisschen weitermachen, da ich gerne... Achso, nee, warte, das können wir wegmachen. Pass auf, das so hin. Ich möchte ja gerne vielleicht doch irgendwann mal so einen kleinen Friedhof gestalten. Ich muss mal gucken. Deswegen lasse ich mir den Platz jetzt hier erstmal so ein Stück weit frei. Das könnte man hier so ein bisschen, ne? Das fände ich persönlich jetzt schon so. Ist jetzt vielleicht ein bisschen arg groß. Das muss man dann mal gucken, inwieweit man das so lässt. Aber so hätte ich mir das gedacht, ne? Mit den ganzen Grabsteinen und sowas. Mal gucken. Ja, ob ich irgendwann da wirklich so, ob es mich wirklich packt. Ne? Ich finde, da muss man dann schon sich ein bisschen Zeit nehmen und das so ganz genau machen. Und genau, deswegen heute nicht, sondern heute geht es um die Schafis. So, hier haben wir jetzt natürlich die Weberei, die Schneiderei. Das heißt, wir müssen hier, glaube ich, sind die Schafis drinnen. Ne? Molkerei, Metzgerei, Schweine, Ziegen, Schafe, Mäh, da, Schafe. Genau. So. Das ist so ein bisschen die Überlegung. Machen wir halt die freie oder machen wir mit Heuproduktion? Ich glaube, ich würde jetzt erstmal hier hinten mit frei machen. Wir brauchen dann trotzdem die Dinger hier dazu. Genau. So. Also. Das ist ja jetzt so ein bisschen der Kreis. Schaut mal. Ich möchte gerne... Cool wären natürlich irgendwie 2, ne? Dann haben wir gleich ein bisschen mehr. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Jetzt lass uns mal gucken. Ich würde gerne hier eine hinmachen. Oh, hat er schon? Nee, hat er noch nicht, ne? Nee, muss erst auf Bauen gehen. Okay, das ist gut. Und dann möchte ich gerne hier nochmal so ein bisschen eine hinhaben. Denn wir brauchen natürlich dann auch die Häuser und sowas, ne? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob wir dann die Häuser mit hier hinmachen und den Weg... die laufen lassen, dann wäre wahrscheinlich doch besser, wenn man es so rum macht. Also einmal hier und einmal da. Wobei das dann halt sich schon wieder überschneidet. Das möchte ich eigentlich nicht. Dann müsste man, wenn, dann so und so. Das könnte man machen, ne? Dass man das halt so parallel macht, gegenüber. Da die Straße dann hin. Ne, da, Straße, irgendwie so. Weil die Überlegung ist halt, dass man hier eine Straße macht. Da muss ich jetzt so ein bisschen hier mitarbeiten. Also hier auf alle Fälle mal da so einigermaßen gerade. Und dass wir jetzt hier halt wirklich... das im Prinzip einrahmen. So, die sollen jetzt dann halt hier hingehen dürfen. Und dann müssen sie halt hier rumgehen, ne? Jetzt könnten sie ja da lang gehen, das wäre ja kein Problem. Oder sie gehen da lang. Das wäre auch kein Problem. Ne, dann hätten wir hier halt so ein bisschen den Weg. Das wäre in Ordnung. Jo, doch. Und dann kann man ja hier, entweder macht man hier ein Haus hin oder man macht hier hinter ein Haus, wobei das zum Marktplatz dann schon recht weit ist. Also ich, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, machen wir hier die Häuser hin, wo die dann wohnen.
Weil du ja den Platz auch brauchst für die Dinger, ne? Das muss ich mal schnell schauen. Warte mal, wir machen das mal so. Genau. Ne, dann siehst du, da kann man dann den Zaun hinmachen. Dann ist das alles so ein bisschen eingezäunt. Die Bäumchen müssen wir dann halt wegmachen, das ist kein Problem. Aber im Prinzip können wir jetzt hier mit dem Zaun so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt reicht. Ja, doch, ziemlich gut sogar. Da. So, dann machen wir das gleich mal so ein bisschen. Jetzt gucken wir noch mal, bis wohin. Ist, ja, fast genau getroffen, würde ich sagen, ne? So. Und dann machen wir nochmal darüber. Und dann sollte das doch im Prinzip mehr oder weniger so passen. Jo, doch, das ist in Ordnung. Wir können es ja so ein bisschen schräg machen, dass du dann hier die Schrägen hast. Das wäre für mich auch okay. So, ja. Dann hast du deine zwei Schafis hier. Eine schöne große Weide. Kann man ja nachher so ein bisschen abrunden, ne? Das ist ja jetzt nichts, wo irgendwie, ja, guck, wenn du jetzt hier noch einmal und da noch einmal und dann guckst du halt, dass du hier so irgendwie, ne? Ja, guck. Ach Gott. Also manchmal, ne? Manchmal ist das schon. So, jetzt nochmal, da nicht ganz so. Genau. So, und jetzt brauchen wir hier am Anfang, brauchen wir ja dann noch diese Melkdinger. Und die melken nicht, das möchte ich nicht. Stellt ein Karkass, ein Tierhaut und einen Talg aus zwei Schafen her. Das finde ich schon teuer, ne? Stellt drei Wolle aus einem Schaf her. Das ist gut. So, das heißt, wir machen jetzt hier. Ja, sollen wir das hier noch mit integrieren oder sollen wir das dann gleich in die Richtung machen? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass wir halt hier dann den Platz nutzen für Schneiderei und Weberei, ne? Ich meine, da hätten wir ja auch noch ein bisschen Platz. Dann könnten wir hier ein schönes, großes Gebäude hinmachen. Oder wir rutschen noch weiter. Aber das ist halt so weit, ne? Der Nachteil hinter der Kirche, ne? Wenn du da so wirklich so ein großes Ding machst. Ja, pass mal auf, wir machen das so. Wir machen doch nur einen kleineren Friedhof, wenn überhaupt. Dann ist halt so. Keine Ahnung, vielleicht machen wir es dann bei der großen Kirche oder was. Ja, dann machen wir hier bloß so, also so einen kleinen, weiß ich nicht, wenn wir hier so ein paar Grabsteine hinmachen und ein paar Pflänzchen, ich fände das fürs Auge halt einfach sehr schön, ne? Aber so hätten wir jetzt hier halt einfach doch nochmal ein bisschen Platz und könnten auch einfach sagen, ja, wir bauen hier halt das große, oh, ist eigentlich schon makaber, ne? Nee, es ist ja bloß Wolle scheren. Aber dann könnten wir halt das Grundstück dafür nutzen, dass wir hier Schneiderei, Weberei und hier die Schafscherstube, Scherstall. Das wäre doch eigentlich machbar. Ja, das finde ich gut. Dann machen wir hier nochmal eine Hecke hin. Da kommt dann der Weg. Ja, genau. Pass auf, dann machen wir das so. Das ist gut. Jetzt können wir das ein bisschen weiterlaufen lassen. So, pass auf. Einmal, zweimal. Und aller guten Dinge sind drei zur Sicherheit. Genau. Ja. Und dann brauchen wir natürlich hier die Möglichkeit, dass sie hier auf alle Fälle durchlaufen können, ne? Aber auf der anderen Seite möchte ich gerne, dass hier zu ist. Erstmal noch. So. Genau, dass wir da hier auf alle Fälle den Weg haben. Jo. So.
dann bin ich jetzt eigentlich der Meinung, mehr brauchen wir erstmal nicht. Produziert Heu, genau. So, bauen. Und dann warten wir einfach mal eben ab, ne? So, der Mönch bittet um eine Audienz. Dem gewähren wir 50 Bretter. Na, da haben wir doch genug, ne? Dann machen wir nochmal den Klerus. Majestätisches Meisterwerk der Glasmalerei. Wuhu! Eine neue Handelsroute wurde freigeschaltet. Oh, Baubedingungen, Mindestanzahl dekorativer Teile aus eingeschlossen. Haben wir jetzt echt eine komplett neue Handelsroute? Knights of the Falcon. Weiß ich nicht, ob das schon dazu gehörte. House Whitbray of irgendwas Gedöns. Bin mir jetzt gar nicht so sicher, ne? Was da jetzt wirklich neu ist. Das kann schon sein. Aber gut, selbst wenn, wüsste ich jetzt nicht was. Und kann eh nichts anderes gerade freischalten. Also ist jetzt auch nicht so dramatisch. Okay. Dann lassen wir das mal bauen. So. Okay, und jetzt brauchen wir dann so ein bisschen die Überlegung, ein paar Kühe. Ich möchte eigentlich ungern hier die Kühe mit dazu holen. Wir brauchen dann ja auch noch die Molkerei und sowas, ne? Ich möchte es schon gern so ein bisschen aufgeteilt haben. Die Überlegung war jetzt so kurz, ob ich es hier drüben vielleicht mache. Aber dann brauchst du hier auf alle Fälle auch wieder Marktplatz, Kirche. Und dann haben die hier von dem Käse, glaube ich, nichts. Jetzt wäre die Überlegung, ob man vielleicht guckt, dass man die Taverne, ob man die über den Weg drüber machen kann und dann hier unten Kühe hinpackt. Das wäre tatsächlich interessant, finde ich. Das wäre mal eine Überlegung. Ich meine, man könnte natürlich auch wirklich hier auf... Achso, nee, warte mal. Das ist halt Rinderstall. Stellt eine Vieh her aus zwei Dung... Nee, stellt ein Vieh und zwei Dung aus einem Wasser und Heu da. Doch, genau. Hier wird halt... Genau, das ist halt so ein bisschen Stallhaltung, ne? Das ist Weide und Wiese. Heuwiese. Stellt Heu her. Oh, dann brauchen wir aber viel Gemüsefarmen, du Holla die Waldfee. Oder machst halt hier und machst bloß über die Viehweiden. Ja, also so ein bisschen der Nachteil an der ganzen Geschichte mit der Karte ist, hier ist halt doch relativ wenig Platz auf der Seite. Ne? Man muss dann schon doch einplanen, viel Platz. Warte mal, das war jetzt grammatikalisch ein bisschen irreführend. Entschuldigt. Ich finde die Karte super. Ja, das möchte ich nochmal gesagt haben. Ich finde die mega cool. Hier ist es bloß doch ein bisschen schwierig mit dem Unterbringen von allen den grundlegenden Dingen, die man so am Anfang hat. Was man machen könnte, ist eben halt, dass wir sagen, okay, wir machen hier hinten halt die Rinderfarm hin. Das ist natürlich jetzt, na gut, das gehört halt auch dazu, wenn du sagst, du machst jetzt hier die Taverne, es ist wie so ein Bergwiesenalm-Gedöns, ne? Und da gibt es ja auch viele Kühe und sowas, ne? Wir könnten es auch hier hinten machen. Aber da sind die Berge schon ein bisschen extrem, ne? Hier das Ding wegmachen und dann hast du hier wunderschön viel Wiese. Auf der Alm. Oh, das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Almvieh. Oh ja, das tatsächlich. Ich meine, es ist dann trotzdem wieder echt ultra weit. Aber man kann ja gucken, dass man die Käserei halt entweder hier mit hinmacht oder hier. Zu viele Überlegungen. So, na gut, das kannst du hier jetzt eigentlich... Können wir schon lassen, ne? Jetzt machen wir das mal hier. Das machen wir mal alles weg. So, das machen wir mal auch alles weg.
Und dann kürzen wir hier mal ein bisschen mit der Aufforstung. So, ich glaube, das reicht dann schon. Mal gucken. Weiß ich noch nicht, wie wir das dann am besten machen. Wie gesagt, hier hinten fände ich gar nicht so schlecht, wenn das jetzt dann weg ist. Hätte hier auf alle Fälle gut Platz. Naja, gut. Ich sag mal so, es ist jetzt nicht so dramatisch dringend, ne? Wir haben genug Brot, wir haben Fisch, wir haben Beeren, inzwischen sogar eine ganze Menge. Also von daher, ich denke, groß Sorgen machen müssen wir uns, denke ich, nicht. Es passt dann schon. Von daher warten wir jetzt erstmal lieber ab, wie sich das mit den Chavis entwickelt und sowas. Ne? Das ist jetzt erstmal Hauptaugenmerk, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ne? Hier steht es auch schon, das ist super, die Vieharbeiter. Sehr gut. Naja, siehst du, dann können wir jetzt hier schon mal das wieder wegmachen und anfangen einzuzäunen. Denn ich habe ja gesagt, ne, wir machen da so ein richtig schönes kleines Grundstück draus. Jetzt ist die Frage, wie sieht die Hecke aus? So. Was ist, wenn ich die jetzt da reinmache? Mhm, okay. Wie wäre es, wenn wir eine größere Hecke nehmen? Ja. Ich glaube, das würde mir tatsächlich gut gefallen, wenn das hier nochmal so richtig abgetrennt ist. Schön. Doch, ich glaube, das ist super. So, hier haben wir diese Schienen. Das ist nicht der Schienenzaun, das ist dieser schlichte. Jetzt muss ich nochmal gucken. Der Lattenzaun, okay. Schienenzaun. Schade, der ist das nicht. Der ist eckig und der ist rund, ne? Hm. Aber gut, da ist halt. Das ist halt so. So. Oh, cool wäre, wenn wir diese blöde Mauer endlich kriegen könnten, ne? Hier die niedrige Steinmauer. 20 bürgerliche. Ja. Naja. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir machen jetzt hier erstmal einen Zaun hin und dann gucken wir mal weiter, ne? So. Dann machen wir hier und da. Jetzt muss ich dann bloß mal schauen, wie wir das am besten regeln, ne? So. Mal gucken, ob das hier so irgendwie machbar ist. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja hier, gerade hier sind eh schon Wege. Wäre ja gar nicht schlecht, wenn wir die vielleicht sogar mitnutzen können, ne? So, pass mal auf, dann machen wir das mal dahin, das machen wir mal dahin. Also, wir brauchen die Weberei und die Schneiderei. Die wirst du nicht in dem Menü finden, Kiralein. Aber macht dir nichts draus. So, Warenproduktion. Genau, Schneiderei. Das wäre natürlich cool, wenn das hier einfach so stehen könnte. Weißt du, wenn du es hier hinstellst, ne, dann hast du im Prinzip ja so den Blick auf das Hintere gar nicht so. Das finde ich tatsächlich ziemlich... also das würde mir jetzt gut gefallen, ne? Dann hast du hier das Haus... Dann kannst du hier hinten nämlich die ganzen Wäsche hängen, Wäscheleinen aufhängen. So, und hier kannst du dann gucken. Das ist halt fast ein bisschen zu eng jetzt hier, ne? Das müsstest du eigentlich so rum machen, ne? Aber dann hast du da die ganzen Spinnereien. Eigentlich müsstest du das halt so machen. Und das musst du zu. Das muss zu. Das muss zu sein. So, pass auf. So, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen mehr
Action machen. Genau. Und dann hast du hier, und jetzt müsstest du eigentlich... Blöd, ne? Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen... Ich finde die richtige Position nicht. Eigentlich müsstest du es wirklich hier so machen. Oh ja gut, aber das geht gerade so, ne? Mit den Spulen. Dann hast du hier deinen Weg. Hier hast du nochmal einen Vorplatz. Das ist halt die Frage, was du auf dem Vorplatz hinmachst. Hm. Kistenlager. Ah, das nervt mich ein bisschen, dass das zu... Mir ist das zu wenig Platz, ne? Es tut mir leid. Mir ist das zu wenig Platz? Kann ich das nochmal umstellen? Nee, ne? Scheibenkleister. Doch, kann ich, oder? Kann ich das nochmal umstellen? Nee, kann ich nicht. Hm. Hast du hier bloß einen ganz schmalen Weg. Aber vielleicht reicht das auch. Huch, was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich sie weggemacht, die Hecke. Na gut. Okay. So. Was ist, wenn ich jetzt hier... Hä? Spiel? What are you doing? Dankeschön. Weil hier, ich meine, du könntest es natürlich auch hier hin machen, ne? Aber ich muss gestehen, naja, gut, doch, das könnte schon. Nee, ich finde es wirklich cool, wenn es hier stehen könnte. Das ist so, mein Dickschädel sagt mir, das muss sein. So, und von daher müssen wir da jetzt nochmal ein bisschen gucken. Wie gesagt, ansonsten wäre das Grundstück ja total ideal, ne? Das finde ich ja total super. So, wenn wir jetzt hier die Schafe, ja, pass mal auf, wir machen das so. Pass mal auf, das machen wir jetzt einfach so. Die reißen wir jetzt nochmal ab. Ich meine, so viel Holz hat es nicht gekostet, wir werden nicht dran sterben. Nee, halt abbrechen. Was mache ich denn jetzt? Hier, Schafstall. So, pass mal auf. Bauen. Und wenn wir jetzt nämlich sagen, wir bauen dahin, was man ja auch machen könnte. So, 1, 2, 3. So, und jetzt machen wir hier. Können wir jetzt nämlich das so hinmachen. Dann habe ich hier hinten den Stress nicht. Wir hätten hier einen schönen Weg. Und hier könnten wir die Wäscheleine hinpacken. Oder einen kleinen Gemüsegarten oder sowas. Das wäre jetzt auch, ne, dass wir die Wäscheleine hier vorne hin tun. Könnte man auch machen. So. Ja. Besser, ne? Ist schon besser. So ist besser. Habe ich erwähnt, dass es so besser ist. Wir drehen das jetzt Ganze nochmal ein bisschen. Ist alles irgendwie so schief, ne? Ja, ist irgendwie alles so schief. Aber gut, das ist jetzt halt so. So. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Platz gewinnen. Und weißt du was? Wir könnten auch hier einfach nochmal gucken. Den Platz mitnehmen, ne? Aber weißt du, was jetzt fehlt? Dein Bodenhaus. Scheibengleister. Ich hätte eigentlich, weißt du, wenn du jetzt nämlich hier ein Wohnhaus drin machst, dann ist das so weit. Was ist, wenn wir denn das hier
so richtig an den Rand dran machen. So, dann hätten wir hier nochmal Platz. So, und jetzt wäre dann die Option zu sagen, okay, hier vielleicht mit dem Grün. Sieht jetzt erstmal gar nicht so scheiße aus. Erstmal wirkt es sogar ganz gut. Ist natürlich auch cool, weil das hier halt schön schmal ist, ne? Das ist hier richtig schön schmal. Es ist halt ein Citizen-Haus, ne? Das ist so ein bisschen der Nachteil in der Geschichte, aber da weiß ich auf alle Fälle eine Abhilfe, die wir tätigen können. Aber da hätten wir jetzt hier acht Räume frei, ne? Ich glaube, mit dem sieht es nicht ganz so gut aus, ne? Oder? Ne, es ist halt recht weit hinten. Und eigentlich müsstest du das dann schon fast wieder so rum machen. Und dann wegen dem Fenster, ne? Na gut, das könnte man vielleicht so. Ja, dann hast du hier. Oder du machst es so, ne? Aber dann verdeckst du das Haus halt. Ah. Nee, ich glaube, mit dem wird es nicht so gut. Weil du einfach das Ding da dran hast. Nee, damit nicht. Wenn dann wirklich mit dem hier. So. Ist jetzt hinten halt ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, ich glaube, geht es? Ich glaube schon, ne? Gerade so kann man. Ja, mit der Stonegate-Mod ist es halt dann doch ein bisschen schwieriger, weil die halt dann so groß sind, ne? Und hier müssen wir halt einfach bloß mit dem Zaun ein bisschen nochmal zurückgehen. Aber ansonsten wäre das tatsächlich möglich, ne? Hm. Wir haben doch hier noch diese platzierbaren Häuser. Achso, genau, aber da ist es halt dann doch per Zufall, ne? Und da gibt es dann oft eher die hier. Ja, das sind jetzt nicht die Dinger, die ich gern hätte. Okay. Da ist dann oft mit dem dabei. Da haben wir bloß das eine grüne, aber ich glaube, das ist bloß auch zwei groß oder was, ne? Und das sind die kleinen und dann großen Bürgerhäuser, die jetzt dann doch schon wieder sehr überdimensional. Ja gut, pass auf, dann machen wir das jetzt nämlich so. Wir bauen das jetzt. Und wir machen jetzt am Anfang halt einfach einen Wohnblock rein für Leibeigene hier drinnen. Die gehen dann ja rein. Also theoretisch sollten sie da reingehen. Wenn man das so ganz genau im Prinzip dahin platziert, sollten sie eigentlich durch die Tür durchgehen. Genau. Und dann sollten wir die dann demnächst befördern. Machen wir es dann so, dass wir sie, dass wir die vier dann befördern und das Haus dann direkt halt frei, ne? Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Okay, gut. Dann passt mir das so. Ich finde es jetzt echt okay. Mit den Dachziegeln ist es nicht ganz so schön, aber es geht. Also es ist jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so katastrophal. Wir können hier trotzdem die Zäune ganz gut platzieren. Es ist schon in Ordnung, ne? Ich denke, damit kann ich ganz gut leben. So, dann bauen wir die Schaffarm nochmal neu auf.
Wir bauen die Weberei, die Schneiderei und die Häuschen. Und dann bauen wir die platzierbaren Häuschen. So, das haben wir geschafft. Beförderungen sind verfügbar. Fischer noch nicht. Sammler, das sind halt die hier, ne? Genau, da brauchen wir eigentlich nochmal so ein bisschen ein Haus. Da müssen wir nochmal gucken, wo wir das dann hinplatzieren. Ob wir da nochmal ein Haus extra hinpacken. Für wie viele? 1, 2, 3. Tatsächlich für 3, ne? Und das sind die ganzen Träger, die jetzt hier arbeiten. Nochmal da unten einer. Also wir bräuchten hier eigentlich schon nochmal ein bisschen mehr. Also wobei, warte mal, haben wir nicht hier noch Platz? 3, 4 Schlafräume. Sind das Berufe oder Schlafräume? Haus Level 1, 3. Okay, nee, also hier die Lagertypis, die können wir sogar befördern. Ah, das ist cool. Warte mal, das ist da. Da, da. Der da. Der da. Der da. Und der da. Genau. So, und mit dem Befördern von dem anderen, damit warte ich noch ein bisschen, bis ich die ersten Klamotten habe, ne, und die Marktplätze aufgerüstet sind. So, oh Gott, damit ist die Folge viel zu lang. Verdammt mich. Aber egal. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart. Ja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.